Das Jesuswort, das uns in unsere Situation heute hinein treffen und ermutigen will, ist ein Jesuswort im Lukas-Evangelium im 9. Kapitel. Und da spricht Jesus. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Liebe Gemeinde, ich darf Sie begrüßen als die etwas Widerständigen, als die Rebellischen, als die, die sich doch eigentlich einem deutlichen öffentlichen Gebot von Staat und Kirche widersetzt haben, sich nämlich eigentlich nicht zu versammeln. Und doch sind wir heute Morgen hier, weil Sie vielleicht ähnlich wie ich ein Bedürfnis haben, gerade in diesen Tagen, in denen nichts mehr so ist, wie es eigentlich ist, doch von irgendeiner Warte her ein Wort, ein Zuspruch, eine Vergewisserung zu bekommen. Unser Gottesdienst heute hier ist das beste Beispiel, in welcher Situation sich unser ganzes Land befindet. Es steht Kopf. Nichts ist so, wie wir es am Donnerstag oder am Freitag noch geplant und gedacht haben. Innerhalb von wenigen Tagen stürzt alles um. Referenten sagen ab, Musikerinnen werden krank, Menschen bleiben aus Furcht zu Hause. Und dann geschieht etwas, was ich in meinem ganzen Leben weder als Kirchenbesucher, als Gottesdienstbesucher, noch als selbst Gottesdienstverantwortlicher, als Pfarrer überhaupt je erlebt habe. Gottesdienste werden abgesagt. Ich weiß nicht, ob Sie das je erlebt haben in Ihrer Biografie. Für mich ist es ein absolutes Novum, mit dem ich noch gar nicht zu Ende bin. Und ausgerechnet in der Passionszeit, ausgerechnet in der Zeit, in der sogar ich als Theologe und Pfarrer doch eine gewisse Besonderheit des Gottesdienstes spüre und feiern möchte und mich diesem Christus doch besonders annähern möchte. Und dann fällt dieses Wort in diese Situation hinein und es ist, als ob die Glocken dröhnend läuten. Lass die Toten ihre Toten begraben. Eigentlich ist das als eines der radikalsten Worte Jesu gilt. Und wie erleben wir das? Was erleben wir in unserer Situation? Wir erleben in unserer Situation, dass alles das, was wir für heilig gehalten haben in der Tradition, hinfallen kann. Das, wovon wir geglaubt haben, dass es unerschütterlich steht, fällt. Und das Ausmaß der Verunsicherung, was das bedeutet, ist uns, glaube ich, noch gar nicht wirklich insgesamt bewusst. Ich habe so viele Formen von Kommunikation, von denen ich mir nie vorstellen konnte, dass ich sie hätte. Ich rufe Menschen an und empfehle ihnen dringend, nicht in den Gottesdienst zu kommen. So zum Beispiel mit den Menschen aus dem Rosenhof, die bereits einen ersten positiven Corona-Fall haben, die ich darum gebeten habe, nicht zu uns zu kommen, um nicht als Übermittler des Virus zu gelten. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich als Pfarrer einmal in die Situation komme, Menschen zu empfehlen, zu Hause zu bleiben. Ich hätte auch nie gedacht, dass andere Menschen plötzlich für sich selbst entdecken, ist mir Gottesdienst so wichtig? Gibt es nicht etwas, was wichtiger ist als Gottesdienst? Das ist die große Frage, unter der wir ja heute stehen und die bis jetzt auch noch nicht wirklich gelöst ist. Christus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Ich will es einmal für mich selbst radikal verstehen und will sagen, ja, auch selbst innerhalb der Kirche gibt es keine Tradition, die so heilig ist, dass sie nicht hinfallen könnte, wenn es um das Reich Gottes geht.
Natürlich haben wir den Anspruch zu sagen, das, was wir hier gemeinsam feiern, ist das nicht die Annäherung an das Reich Gottes? Ist nicht das, dass wir uns versammeln unter dem Wort Jesu, dass wir uns als Gemeinschaft zusammenfinden, genau das, was Jesus sich vorgestellt hat? Und ist das nicht vielleicht ein Verrat am Reich Gottes, genau diese Veranstaltung abzusagen? Das ist eine Debatte, die im Moment gerade in unserer Kirche tobt und die wahrscheinlich so schnell nicht entschieden werden kann. Unser Kirchenpräsident wollte uns ermutigen und hat eine Sache herausgestellt und auch in einer Videobotschaft übermittelt, die Sie selbst nachhören können, wenn Sie das möchten. Er hat darauf hingewiesen und hat gesagt, heute ist es zum Wohl der Gemeinschaft gefordert, dass wir Abstand halten. Heute heißt das Gebot der Stunde nicht, dass wir zusammenrücken, sondern dass wir voneinander uns ein Stück entfernen, um uns damit gegenseitig zu dienen. Das widerspricht allem, was wir sonst bisher verstanden und gelebt haben. Bisher hieß es immer, wir helfen uns einander, wenn wir zusammenrücken. Bisher hieß es immer, wenn wir uns versammeln und uns gegenseitig stärken, dann sind wir auch für den Alltag, für das Leben gewappnet. Und jetzt? Jetzt soll ich meine Mutter anrufen und soll ihr sagen, ich besuche dich nicht, weil ich dich damit in Gefahr bringe. So ist übrigens der Corona-Fall in den Rosenhof gekommen. Jemand hat seine Mutter besucht. Plötzlich muss ich sagen, die Kita ist geschlossen. Wie die Eltern mit ihren Kindern klarkommen, bleibt ihnen selbst überlassen. Und ich muss die Familie in dieser Situation alleine lassen. Das alles ist nicht das Bild, was ich selber von Kirche und Gemeinde mit mir trage. Und dieses Bild wird plötzlich so erschüttert und ich verstehe plötzlich, wie der Mann damals erschüttert worden ist, als Christus ihm sagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Was wir als heilig gedacht haben, wird plötzlich in Frage gestellt. Und hören wir es als eine Fragestellung von Christus selbst, der uns damit darauf hinweisen will, hör mal, das Reich Gottes ist anders gedacht, als ihr es auch als fromm euch gedacht habt. Das Reich Gottes ist auch mehr als die Versammlung im evangelischen Gottesdienst am Sonntagmorgen. Das Reich geht euch nicht verloren, auch wenn ihr die Traditionen nicht mehr wahrnehmt. Das ist die Ermutigung, die ich heute Morgen hören will und den Zuspruch, den ich mir von Christus geben lassen will. Ja, auch wenn ich den Traditionen, die uns in unserer Kirche als heilig gelten, nicht mehr folgen kann, heißt es nicht, dass er uns nicht in seinem Reich nahe kommen will und dass nicht das Reich Gottes unter uns trotzdem geschehen kann. Dann aber vielleicht ganz anders, als wir es uns bisher vorgestellt und gewünscht hätten. Dann vielleicht auf eine Form, wie wir es noch nicht ausprobiert haben. Und ich denke, wir sind alle in einer Situation, die völlig neu ist. Die Schülerinnen und Schüler am Freitag haben mich in der Schule gefragt, wie es denn jetzt weitergehen soll. Und ich musste sie insofern enttäuschen und musste sagen, auch der Erfahrungsschatz eines deutlich älteren Menschen reicht nicht aus, um ihnen zu sagen, wie es in den nächsten Wochen weitergehen wird. Weil wir alle das zum ersten Mal in dieser Form erleben. Und so tasten wir uns voran im alltäglichen Leben und im Leben als Gemeinde. Was kann in dieser Situation für uns heißen, das Reich Gottes zu leben? Wir werden es herausfinden müssen, ausprobieren müssen. Ich will Sie noch ein Stück in das mit hineinnehmen, was ich eigentlich mit Herrn Simmer auch als Auslegung dieses Textes mitgedacht habe. Und er geht auf einen anderen Teil des Textes ein. Nämlich auf den Teil, in dem Christus spricht, der Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Es gibt im Moment eine Menge Menschen in Kirchenleitungen, in verantwortlichen Positionen, die gesagt haben, hätten wir dieses Wort Jesu besser mal etwas ernster genommen, dass er kein Haupt, nichts hat, wo er sein Haupt hinlegen kann. Denn wir haben seit 1945 mehr Kirchen in Deutschland gebaut als zwischen der Reformationszeit und 1945. Das lässt sich in Kronberg ganz leicht feststellen. Bis 1945 war St. Johann die einzige evangelische Kirche, die es gab. Heute haben wir drei evangelische Kirchen
in Kronberg. Das heißt, die Multiplikation all der kirchlichen Gebäude haben wir fleißig mitvollzogen. Und dann kommen noch gleich die anderen kirchlichen Gebäude dazu. Pfarrhäuser, Kindergärten, Gemeindehäuser, gesamtkirchliche Zentren. Eine Fülle von Immobilien. Reich ist unsere Kirche gewesen und geworden und hat diesen Reichtum in Beton verwandelt. Experten schätzen, dass wir ein Drittel weniger Gebäude brauchen, als wir im Moment eigentlich haben. Von den 6.300, die so etwa schätzungsweise als kirchliche Gebäude da sind, brauchen wir eigentlich höchstens 4.000, sogar noch mit sinkender Tendenz. Das heißt, die nächsten 10 Jahre müsste eigentlich mindestens jeden Tag, wenn wir den Sonntag rausnehmen, mindestens jeden Tag ein kirchliches Gebäude verkauft werden, um nach 10 Jahren auf diesem Stand angelangt zu sein. Das kann sich keiner vorstellen. Das ist eigentlich unglaublich und auch nicht zu realisieren. Und wir selbst als Gemeinde leben ja auch mittendrin in dieser Situation. Wir haben sehr viel Haus. Wir haben eigentlich zu viel Haus. Und dieses Haus, in dem wir heute hier sind, ist nicht nur ein Drittel zu groß für uns, sondern eigentlich 3/4 zu groß für uns. Und im Grunde genommen weiß keiner von uns, wie wir mit dieser Situation umgehen sollen. Und da wären wir eigentlich fast gerne in der Situation wie Jesus damals und würden sagen, hey, lass uns die Tür abschließen, wir ziehen mit Jesus los und lassen diesen ganzen Kram hinter uns. Nun haben wir es aber. Und so einfach wird es uns nicht gemacht. Und so leicht lassen wir die Tür auch nicht geschlossen. Da ist schon fast ihre Existenz, Herr Stanislavov, jesuanischer als das, was wir tun, dass sie als freischaffender Künstler einfach durch Deutschland reisen und da spielen, wo ihnen ein Platz gegeben wird zum Spielen. Und nicht wie wir, die wir immer an einem Haus hängen und letztlich nicht mehr wissen, wie wir mit dem Haus fertig werden sollen. Nun, auch da will ich einen ermutigenden Ruf Christi hören und will ich hören, dass er uns zusagt, Leute, wenn das nicht funktioniert, wenn euch eure Gebäude über den Kopf zusammenbrechen oder ihr sie loswerden müsst und verkaufen müsst, dann tut es tapfer, tut es mutig. Schaut nicht zurück. Schaut nicht auf eine glorreiche Vergangenheit und versucht nicht etwas zu erhalten, was ihr als Erbe eurer Mütter und Väter glaubt, erhalten zu müssen. Jesus stellt uns in die radikale Tatsache, dass das Reich Gottes zukünftig ist. Sozusagen immer knapp vor uns liegt und niemals hinter uns. Und wenn wir da hineingelangen wollen, wir immer einen Schritt nach vorne tun müssen, um dorthin zu kommen. Also wenn wir diejenigen sein wollen, die sagen, ich würde schon gerne mit diesem Christus gehen durch diese Passionszeit. Ich würde schon gern mit Jesus zugehen auf den Karfreitag und auf das Osterfest. Dann wird von uns heute unglaublich viel verlangt, nämlich auszuhalten, dass jetzt in den nächsten Tagen alles anders sein wird als vorher. Wir wissen noch nicht ganz genau wie, aber eines können wir sagen, es wird völlig anders sein als vorher. Und wie Sie in dieser Einsamkeit, in dem Alleinsein, in dem sie sich nicht begegnen können, wie sie damit zurechtkommen, das wird für sie wahrscheinlich auch eine neue Erfahrung sein. Ich für mich kann sagen, für die nächsten 4 Wochen ist völlig klar, mein ganzes Arbeitsgebiet ist mir genommen und geschlossen. Es gibt im Grunde genommen nichts, was ich tun kann in den nächsten 4 Wochen. Noch nicht einmal Menschen zu Hause besuchen. Dann bleibe ich doch tunlichst weg, wird mir empfohlen. Und dann bin ich ganz auf mich zurückgeworfen. Und muss mich fragen, komme ich mit mir alleine klar? Und trägt mein Glaube auch, wenn ich durch diese Phase gehe? Eine ganz neue Passionserfahrung. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie in dieser Passionserfahrung fruchtbare, konstruktive, kreative Erlebnisse haben, wo Sie merken, ich kann das. Es geht. Das Reich Gottes öffnet sich mir, weil ich Möglichkeiten finde, in dieser Situation, in der mir außen so viele Grenzen gesetzt werden, doch etwas zu entfalten. Und vielleicht kommen wir endlich mal so viel zur Ruhe, dass wir uns auch einmal wieder in ein paar stillen Stunden versenken können, wie das unsere Passionstradition vorsieht.
das Leiden Christi bedenken, in stillen Stunden auf sich selbst anwenden, fragen, was heißt das für mich? Wir haben die Chance, die Ruhe der nächsten 4 Wochen auch dafür zu nutzen. Und ich würde Sie nun wünschen, dass Sie erleben, dass Christus es Ihnen auch zuspricht. Komm, folge mir nach. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle zur Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.